Okay, ich hab's bekommen, aber. Ah, jetzt musst du es zurückbringen. Aber jetzt hat doch jetzt irgendwie. Hä? Jetzt blick ich's gar nicht mehr. Hat denn das jetzt nicht rot geblinkt? Keine Ahnung. Also Wuchs sagt, das war bestimmt noch ein Diskettenspiel. Nein. Oh, Von der nee. Zeit her nicht. Das war 2003. 2003? Nee. Aber ich habe früher viel auf Diskette gespielt. Wenn ich mich entsinne, ich habe früher sehr, sehr viele Diskettenspiele gehabt. Und ich hatte mal ein Spiel, Ja, das du war bist auch ein wirklich. bisschen älter als wir. Es war, ich hatte früher mal ein Spiel, das ging über irgend um Schmuggler. Also bist ein Auto, hast irgendwas geschmuggelt und das ging irgendwie über 22 Disketten. Ui. Ja, das war wirklich viel. Das waren 22 Disketten und du bist dann dauernd hin und her gesprungen, weil du andauernd immer wieder an deinen Startpunkt musstest und dann so, bitte legen Sie Diskette 2 wieder ein. Nein, wo ist jetzt Diskette 2? Ah! Da war so ein Diskettenkästchen schon gar nicht mal so schlecht. Ja. Ach, ja. Das bin ich froh, dass es sowas heute nicht mehr gibt. Mein Lieblingsspiel aus der Kindheit, die total verrückte Rallye um die Welt. Okay. Okay, habe ich es jetzt abgegeben? Ich glaube, du musst zu der Apparatur vorne hin. Okay. Was man bei solchen Spielen definitiv irgendwann mal bekommt, ist Sehnscheidenentzündung. Vom nach vorne drücken halten und von der Renntaste. Hutz, Was? meine Mutter hat durch ein Point-and-Click eine Sehnscheidenentzündung bekommen. Oh, weil du sagst, meine Mutter, fällt mir gerade ein, die könnte ja auch Siberia anfangen. Verdammt. Das hatten wir ja auch. Könntest du auch machen. Hatten wir ja auch. Empfehlung von meiner Mutter. Ja, deswegen kam ich gerade auf Mutter. Hm. Okay, das wird es wohl auch nicht sein. Oh, das kann ich aber nicht mal anklicken. Kaputt. Ja, vielleicht ist es blockiert, weil du was anderes noch im Inventar hast, Model, was Model, erst Model. abgegeben werden will. Der will aber auch nicht. Gib die dämliche Doch, da Koordinate ist er! Ich hab's abgegeben! Hier leuchtet was! ja. Woo! Damit haben sie die Kreiskoordinate freigeschaltet. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt ändert Oh! sie sich. Ah, okay, jetzt ändert sich das, wenn ich mich bewege. Genau. Und jetzt musst Okay. du anhand dieser Koordinate die restlichen Bobbles finden. Okay. Aua. 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 Und das Okay. Schlimme ist, 6000. du hast nicht die restlichen Koordinaten. Noch nicht. Okay, ich brauche 6000 irgendwas. Gut, das bedeutet. 61.131. Gut, wir reisen wieder erstmal zurück. Nach Hause. E.T. nach Hause telefonieren. Harry nach Hause telefonieren. So, wir sind auf der Koordinate nicht zu Hause. Die ist zu weit weg. Okay. Wir gehen ganz nach vorne. Wir gehen erstmal hier hin. In die KI. Zum Kai. Ah, nee, in. So, wir haben Koordinate. Hallo? Koordinate? Nix. Doch. 6000. Oh, wir sind in der Nähe. 6200. Was haben wir von hier aus gesehen? Was war damals hier in der Nähe? Guck mal, hier bist du auf 128. Bist genau auf Null Meridian sozusagen. Du bist genau. Oh, okay. Okay. Aber was sehe ich hier draußen? Wo bin ich?
Oh nee, das ist das, da draußen ist dieses Blitzding. Ach. Genau. Okay, ich verstehe. Ausgezeichnet, nicht. Dumm gelaufen. Es hätte so einfach sein können. Ist es, aber nicht. Okay, wir sind jetzt hier in dem Aufzug. Der Aufzug hat auch keinen. Okay, dann fahren wir mal. Wir fahren mal nach. Fahren wir zum Phantom? Ja, wir fahren mal in die Straße. In die Toka-Straße. Mal gucken. Wuchs, du bist doch auch noch viel zu jung eigentlich für Disketten, oder? Disketten hast du doch auch nicht miterlebt. Oh, 1900. Lass mal nach da. Geht's ja weiter runter. Im Endeffekt müssen wir ja nur immer weiter runter. Wir hatten auch Disketten zu Hause, also so ist nicht. Ich habe damals noch hier Solitär noch mit Diskette gespielt. Wir können ja hier mal den Alterstest mal machen. Ich hätte auch welche zu Hause gehabt. Also was war das? 61.131. Ich habe zwei Sachen auf Diskette. Ein Spiel von Toffifee und eins von der Bundeswehr. Bundeswehr hat Spiele? Die Bundeswehr hat irgendwas Digitales? Okay. Doch, die gehen ja auch auf Games messen. Stimmt, machen die jetzt bestimmt. Aber zu Diskettenzeiten schon? Eine Werbungsdisk. Oh, eine freie Diskette sozusagen. Oder ist die Diskette aus dem vorletzten Jahr? Bei der Digitalisierung in Deutschland traue ich denen das zu, dass sie jetzt bei Diskette angekommen sind. So. Also ich bin jetzt hier auf der Koordinate, aber hier ist es nicht. Verdammt. Schauen wir mal hier runter. Mal gucken, ob ich da unten die Koordinate nochmal hinkriege. Die Diskette war von 98. Oh. Ja, das war noch Diskettenzeit. Ja. War zu weit. Ich finde schön, wie Hutz ein. Das war zu weit. Ah, hier ist aber nichts. Ich weiß ja nicht, ob es rot wird. Geht's noch mal runter irgendwo? Nö, ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder weiter an den Weg suchen. Wahrscheinlich eher wo weit, wieder weiter oben. Okay, hier geht's wieder hoch. Da geht's aber eher wieder runter. Nee, noch weiter auch. Ja, hier kommst du zur Brücke. Wer hatte sich Uro nochmal ausgesucht? Putz. Ja. Putz wollte es. Ich wollte alles spielen, was Mist ist. Also was zu Mist gehört. Also nicht Mist. Mist ist, sondern zu der Saga gehört. Ja, ich bereue es auch mittlerweile ein bisschen. Es tut mir leid. Alles gut. Wir machen hier die Schleespatz, die schlechtesten Spieler aller Zeiten. Ja. Die Schleespitz. Spiel. Die Schleespie? Spielpatsch? Was? Passt schon, Rutz, kümmere dich nicht drum. Mist. Du warst Teil eines Mistgeschmack. Ja. Tut mir ja leid, aber irgendwie muss ich dir ja recht geben. Aber hier ist es nicht. Dammit! Okay. Gehen hier wieder hoch. Ich muss irgendwie in die andere Richtung kommen. Aber solche Spiele sind dann am Ende wieder auf der Liste Spiele, die man einmal gespielt haben muss. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Das ist so wie Bücher, die man einmal gelesen haben muss. Ja, aber die Bücher, die man einmal gelesen haben muss, sind meistens. Das sind meistens die, die du in der Schule lernen musstest, in der Schule lesen musstest. Was bedeutet, du hast sie nicht gelesen? Ja, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir sogar noch aus der Volkshochschulenzeit bekannt vor. Hier hätte ich auch nochmal eins. Aber hier ist auch nichts. Nee, hier ist auch nichts. Ja, das ist wahrscheinlich echt einfach so, Leute, die das durchlebt haben, wollen andere leiden sehen. Und deswegen sagen sie, das musst du auch mal gespielt haben. Jetzt bin ich wieder hier. Nee, hier will ich aber nicht sein. Wie kam ich denn nochmal da rein? Verdammt! Leute, ich hab keine Ahnung. War doch unten bei der Treppe. Was mit der Treppe? Nee, das war doch aber an der anderen Seite. Das war doch das mit der Treppe. Das war die andere Seite. Nee, das war die andere Seite. Das war die andere Seite. Das war hier drüben. Fuck. Das war hier, hier. Hä? Wo war's denn jetzt? Da ist es auch nicht. Da ist es. Ja. Aber das ist definitiv. Obwohl. Vielleicht darunter. Guten Nacht, Wuchs. Gutes Nächtle. Gute Nacht. Schlaf gut. Lass dich nicht von den Bettwanzen beißen. Beim Wenn beiß zurück. So, okay. Wir gehen immer weiter runter. Willst du ganz nach unten? Ich versuche, die Zahl 21131 zu erreichen. 21131. Könnte in der Ecke sein. 62131. Nee, 61131, oder? 31, ja. Aber hier ist es. Ich komme nicht weiter. Nein. Nein, ich weiß nicht, wie ich auf die andere Seite komme. Okay. So komme ich nicht dahin. Hasse es. Lisa, gib mir einen Joker, ich weiß nicht, wo es ist. In der Bibliothek der Komplettlösung. What? Oh, unserer Lösungs. Oh Herr Gott, in die wäre ich nie gegangen. Da wäre ich nie und nimmer reingegangen. Okay, da wäre ich nicht hingegangen. Also. Doch, du bist dahin. Ich weiß, wo du hin willst. Ach ja, doch, da. Genau da. Ich weiß, wo du hin willst. Deswegen sag ich ja, da wär ich nie reingegangen. Nie und nimmer. Ich wusste nicht mehr, welches Buch. Ja, das weiß ich. Aber irgendwie ist das schon interessant, dass sie. Hör dich. Oh, genau hier. Das ist sogar direkt vor der Nase. Waren lange nicht mehr hier. Nee. Ja. Oh, Herrgott. Also, wer wäre da drauf gekommen? Boah. Ich glaube, der es aufgegeben hat, das zu finden und dann einfach random nochmal in die Welt reingereist ist, weil es in dem einen Buch drin ist. Ah, Herrgott. Okay. Ja, irgendwann fängst du halt an, aber klar, einfach überall nochmal hinzugehen. Aber Leute, klar, es ist ja so. Es ist ja hier, ist ja DLC. Und warum sollte aus dem ersten Spiel was im DLC mit drin sein? Eigentlich logisch. Eigentlich hätte man drauf kommen können. Alles, was ja irgendwie im DLC vorkommt, muss ja irgendeine Berechtigung, eine Daseinsberechtigung haben. Ah, okay. Okay, wir müssen komplexer denken. Wir müssen uns ins Jahr 1998 zurückversetzen. Und genauso denken wie... Da war ich 4. Ja, dann denk mal bitte. Eins. Dann denk mal bitte genau so, wie ihr früher gedacht habt. Also. Moment, ich hole mal kurz meinen PC3 CPU aus dem Schrank. Ich hier solitär. Moment,
mir mal ein. Was du hast mit vier schon so. Und mein Teppich. Ich schmier mal kurz die Pinatencreme in meinen Teppich rein. Ja. Und ja, das habe ich früher echt gemacht. Und das war an dem Tag, wo ich laufen gelernt habe. Lol. Aber Wolf, du hast mit vier schon solitär gespielt? Meine Mutter hat es immer gespielt, also habe ich es auch gespielt. Ah. Mit vier? Ja. Krass. Warst du hochbegabt oder was? Jetzt mal ohne Müll. Mit vier solitär? Nicht erfolgreich. Aber ich habe es zumindest versucht. Da waren wir schon. War das das, wo wir schon waren? Ja, das war das schon, wo ich einen Erfolg hatte. Ist ja okay. So, dann kriegen wir jetzt die zweite Koordinate. Ja, meine zweite Koordinate. Leute, wir gehen jetzt wieder darüber und holen uns das nächste ab. Also wir machen jetzt noch diese Koordinatensache fertig und dann würde ich sagen, ist Schluss für heute. Okay. So. Dieses Spiel, es hört einfach nie mehr auf. Nee, ich glaube auch nicht. Und das Schlimme ist, wir haben uns nicht die Koordinate gemerkt. Stimmt. Warte, ich gehe wieder runter. Das sollten wir uns angucken. Waren aber minus 84, war ganz unten. Ne, minus 70. Okay, wir haben 1001, 60, 143. 1001, 60, 143, okay. Gut, hab. Ich kann gleich hier wieder mit dem Buch zurückreisen. Das 1001, 60, 143, okay. So. Jetzt gucke ich erstmal in das Buch, ob noch irgendwas drin ist, was total aus dem Ding rausfällt. Das ist der Müllpunkt. Balkon. Straße. Bibliothek. Das fällt aus dem Ding raus. Ich will hier hin. Wo bin ich? Im Nichts. Ich muss Fluche wiegen einmal. Nee, hier ist keine Koordinatensystem. Wow. Bin umsonst hierher gerissen. Nein! Ja, das bist du. Okay, wo gehe ich da hin? Passiert. Nee, da will ich nicht hin. Da will ich auf keinen Fall hin. Dammit! Okay. Zurück. Ich gehe jetzt trotzdem dieses komische Buch durch. Ich gehe das jetzt einmal komplett durch. Einfach nur, weil mir sowas nicht nochmal passieren soll. Okay. Da waren wir. Wir gehen hier hin. So. Halt. Nein, viel zu weit weg. Wollte ich sagen. Aber es gehört zu dem Koordinatenwelt. Ja. Nee, da will ich nicht hin. Schon wieder dahin. Will da nicht hin. Ja klar. Das hat alles zusammengehört. Da. Ja, gut. Okay, weiter geht's. Wir haben leider noch eins zurück. Nein, wir gehen noch nicht in die offenen Welten. Wir gehen erstmal auf die Balkone. Die offene Welt kann ich dann immer noch absuchen. Gut, vielleicht kannst du auf dem Balkon dann schon ausschließen, dass es in der offenen Welt ist, weil die Koordinate zu klein ist. Oder zu groß. Oder zu dick oder zu dünn. Ja, 52. Also die obere würde einigermaßen hinkommen, die untere leider nicht. Ja, gut. Genau. Also, das ist beim Felsen, bei dem komischen Zahn.
Mhm. Also kommen wir da ungefähr bei so 300 bei dem Zahn. Ba 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 da, ba ba. Okay, nächster Balkon. Nein. Nee. Ich kann gleich wieder zurück. Nope. Das ist gleich nebenan. This is it yet. Ach Wolf, warum hast du mir das nicht gesagt? Wollte dich überraschen. Ach, die ist dir gerungen, die Überraschung. Die ist dir gelungen. Da waren wir schon. Aber wartet mal. Was waren die andere Zahl bei dem? Die andere Zahl war 1001. Nee, nee. Bei, als wir den aufgefangen haben. Achso, 74. Ah, okay. Nee, so lang ist der Raum nicht. Weil das war ja ungefähr von den anderen Zahlen war es ja ungefähr gleiche Höhe. Deswegen. Ja. Gut, alle Zahlen sind ungefähr auf derselben Höhe. Nein, nein. Das ist aber auch gleich auf derselben Höhe wie beim Dach. Die wehrt sich auch, die. Hast du noch? Die hat einen Tennisarm. Oh, du hast noch. Nee, aber nicht mehr. Also, auf geht's in die Welt. Rumlaufen. Yes. Ich hab die erste Zahl vergessen. 60? Keine Ahnung.